meine Lieben. Ich habe endlich mal wieder Zeit, hier oben was zu machen. Mein Mann ist so lieb und passt auf den Hund auf und ich kann was basteln, beziehungsweise muss ich was basteln oder ich möchte. Mein Vater hat Geburtstag und der wünscht sich Geld, weil er sich ein Tattoo machen lassen will. Und dafür möchte ich eine Karte machen oder einen Gutschein, wo ich dann eben das Geld rein oder dran packen kann. Mal gucken, das weiß ich noch nicht genau, wie ich das mit dem Geld mache, aber auf jeden Fall erstmal eine Karte. Und für diese Karte habe ich mir ein Stück Papier genommen mit den Maßen 24 mal 24 und habe es jedes Mal in der Hälfte, also bei 12, gefalzt und einmal diagonal auch noch gefalzt. Und dann habe ich mir das Ganze hier zusammengeklappt und habe mir hier eine Schablone genommen, also so ein, ja, so ein Ausstanzer eigentlich. Und ihr seht hier diese Bleistift. So, andere Lampe nochmal dazu. Jetzt dürfte es auch ein bisschen besser sichtbar sein, glaube ich. Ja, so seht ihr es am besten. Da mit dem Bleistift einmal so dran lang gezeichnet. Und das schneide ich mir aus. Und so entsteht dann eine Herzform. Das mache ich mal als erstes. Und ich hoffe, dass ich jetzt alles richtig gemacht habe und mich nicht gleich ärgere. Ja, und so sieht es schon ein bisschen aus wie ein Herz. Hier unten könnte es mir ruhig noch ein bisschen tiefer sein, dass es wirklich aussieht wie ein Herz. Dann nehme ich hier einfach jetzt nochmal meine Schablone und lege mir das hier nochmal an. Also ihr legt euch das einfach immer so an, bis es euch gefällt, dass euch diese Herzform, ja, dass ihr die schön findet. Ich glaube, das ist immer noch nicht tief genug. So, es soll natürlich aber auch eine schöne Rundung ergeben. So, gucken wir mal. Ja, naja, immer noch nicht hundertprozentig, aber vielleicht mache ich es mal ohne Schablone. Weil danach brauchen wir die Schablone nämlich nicht mehr. Nachher ist die Karte, also ab jetzt ist die Karte, ja, jetzt sieht es ein bisschen schöner aus auf jeden Fall, mehr wie ein Herz. Und jetzt klappen wir uns das hier einfach nur hier rüber und übertragen uns diese Striche, die weg müssen. Und damit ist es dann am Ende überall an allen Seiten gleich. Also ihr geht dann hier in die Falz und schneidet dann eben hier, zack. So einmal entgegen und dann könnt ihr eben einfach den Linien folgen. Ja, und wenn man nachher schön sauber gearbeitet hat und das dann zueinander ineinander, also zusammenklappt, dann entsteht eben so ein schönes Herz quasi auf so einer Karte. So, das war die zweite. Und jetzt noch hier die dritte. Und dann nehme ich dann wieder diese Seite hier, wo der Knick ist, damit ich das hier nachher als Grundfläche, als Basisfläche habe. Und auch hier übertrage ich mir einmal die Linien. Zack. Und hier weiß ich ja schon bei der Falz, dass ich mir die einschneiden muss. Bis zur Linie hin. Dann erstmal so entgegen. Dann ist es ein bisschen einfacher, als wenn man reinschneidet und versucht, von da zu schneiden. Sogar hier an der Ecke ist es noch ein bisschen, ist das andere Papier noch ein bisschen im Weg. So. Ja, wenn ihr das Herz schöner hinkriegt als ich, dann umso besser. So, jetzt haben wir hier quasi drei Herzseiten. Und wenn man die Karte jetzt nämlich so zusammenklappt, dann hat man eben hier so ein schönes Herz. Ich muss mal gucken, wie ich es am besten zusammenklappe, damit es
wirklich dann am Ende oder so. Könnte man theoretisch auch sogar so zuklappen, weil dann müsste man eine Banderole drum machen. Das finde ich irgendwie nicht so toll. Ich glaube, ich werde es. Probier es mal so rum. Ne, überall sieht man so ein ganz. Ja, doch, so geht's. So sieht es doch noch am schönsten aus. Hier werde ich noch mal ein bisschen nachbessern. Da hängt noch eine kleine Ecke drüber. Das gefällt mir nicht so gut. Dann lasse ich es einfach mal so zusammengeklappt. Und schneide hier. Am besten geht es vielleicht auch, wenn man sich eine genaue Schablone von einem Herz vorher macht. Aber jetzt gefällt es mir so schon ganz gut. Ja, und so sieht dann quasi jetzt die Basic aus. Und dann könnt ihr euch hier drin jetzt immer so ein Herz quasi nochmal draufkleben in einer anderen Farbe. Ich werde mir hier gleich eine Schablone von machen. Also ich werde mir ein Teil ausschneiden mit 12 x 12 cm und werde das dann drauflegen und werde hier diesen Herzbogen nachmalen. Und das mache ich dann einfach mit allen vier Seiten. Ich sehe hier gerade noch so eine kleine Kante, die mich stört. Schwupp, weg ist sie. Und das mache ich mit allen drei Seiten. Und dann habe ich hier so eine schöne, also habe ich hier drei Herzen dann draufkleben und hier werde ich mir eben ein Quadrat in 12 x 12 oder vielleicht auch nur in 11,5. Und vielleicht mache ich das hier auch, dass ich dann ein bisschen hinter dem aufgezeichneten abschneide und dann eben das ein bisschen kleiner habe. Wisst ihr, wie ich meine? Weil ich möchte nicht, wie beschreibe ich das jetzt? Ich möchte nicht, dass das dann so genau bis zum Rand ist, das Herz, sondern es soll ein Tucken kleiner sein, also dass ich hier so ein bisschen Rand quasi habe. Ja, da werde ich mir jetzt gleich mal ein Designpapier raussuchen, was ich da drauf kleben möchte. Ja, und euch lasse ich dann Musik laufen und werde dann hier einfach weiter dekorieren. Herzschablonen ausgeschnitten und habe mir jetzt überlegt, dass mir das nicht so gut gefällt, wenn das einfach nur so drauf liegt und die Karte an sich nicht diese schöne Form hat. Trotzdem sieht man ja eigentlich diese Herzform, aber ich werde das jetzt so machen, ich werde die ankleben und dann werde ich an den Rändern hier überall dran lang schneiden und dann habe ich die nämlich alle, also habe ich dann wirklich schöne Herzen. Ich finde diese Karte
Karte. Die Herzen sind mir einfach nicht so gut gelungen. Und deswegen möchte ich die jetzt ankleben und dann werde ich an den Kanten einfach nochmal dran lang schneiden. Und dann habe ich einfach schönere Herzen. Ich habe es nicht anders hingekriegt. Wenn ihr schlau seid, macht ihr euch vorher eine Schablone, legt die auf und legt die Schablone einfach immer auf alle drei, also am besten auf alle drei immer die gleiche Schablone, damit ihr es wirklich gleichmäßig habt. Ich glaube, das wird ein bisschen schöner. Ja. Oder wie gesagt, wenn ihr es so wirklich hinkriegt, wenn das so ist und ihr kriegt das hin, da so ein perfektes Herz zu machen. Also ich habe die eine, habe ich hier mal in der Mitte gefaltet. Und ja, dann hätte ich es so schneiden müssen. Und ihr seht, ne, also ich habe das auch mit dieser Kreishilfe nicht wirklich gut hingekriegt. Und ja, ist ja auch nicht wirklich ein Kreis. Also wenn ich das jetzt hier mal drauflege, dann ist das kein wirklicher Kreis, ne? Da fehlt ja hier immer ein Stück. Also funktioniert leider nicht so ganz, wie ich mir das gedacht habe. Aber ist nicht so schlimm. Ich mache es jetzt so. Macht ihr es euch am besten so. Macht euch eine Schablone von Anfang an. Eine Herzschablone. Und dann legt ihr es auf und schneidet es aus. Und dann habt ihr es von Anfang an schick. So. Ich gehe jetzt hier auf jeden Fall einmal lang. Ich wollte es erst aufkleben, ne? Aber ist egal. Die Rummis mache theoretisch, wenn ich jetzt überall das gleiche Teil benutze. Dann ist es egal. Ich werde mir das jetzt einmal ausschneiden und dann. Vielleicht geht es sogar einfacher, wenn die Schablone noch nicht drauf geklebt ist. Das weiß ich jetzt aber auch nicht. Ja, war jetzt eine gute Idee und hat mir gut gefallen, aber die Umsetzung war jetzt nicht ganz so. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Ich habe ja auch schon ewig kein Video mehr gemacht und ich habe jetzt auch nicht wirklich Lust, ganz viel zu schneiden, ehrlich gesagt, weil ich momentan einfach nicht die Zeit dazu habe. Und deswegen ist es ein bisschen chaotisch jetzt das Video, aber ihr seht mir das bestimmt nach. Ja, ich kann mal ein bisschen erzählen über den kleinen Buick, also über unseren Hund. Ja, der macht sich ziemlich gut. Mittlerweile ist er 9 Wochen alt. Und ja, ist ein richtig kleiner Rabauke. Seht ihr, jetzt sieht das viel, viel mehr aus wie ein Herz im Vergleich zu dem. Das sind ja wohl mal, ist ja wohl ein Weltenunterschied, ne? Ja, das gefällt mir tausendmal besser. Macht euch das so, macht euch vorher eine Schablone, legt sie drauf, dann habt ihr es wesentlich einfacher, Leute. So, ich glaube, ich nehme jetzt hier mal den Flüssigkleber, mal gucken, ob der überhaupt noch geht. Ich habe ja hier so lange alles nicht mehr benutzt. Ja, funktioniert aber noch. Ja, wie gesagt, der Hund, dem geht's gut. Heute waren wir beim Tierarzt, da hat er nochmal eine Impfung bekommen. Und ja, ist natürlich ein bisschen anstrengend, ist ganz klar. Wenn man so einen kleinen Racker hat, der noch nicht stubenrein ist und man ist wirklich die ganze Zeit immer am Hinterherlaufen. Was stellt er jetzt schon wieder an, wie beim Kleinkind? Sobald es mal eine Minute ruhig ist, denkt man sich so, ach herrje, was stellt er jetzt wieder an? Und ja, das ist mega spannend alles. So, ich nehme jetzt hier den Flüssigkleber, weil dann kann ich hier nämlich auch gut noch hin und her schieben. Ich habe jetzt zwar nicht, wie ich am Anfang gesagt habe, dass ich dann diesen Rand nicht habe, aber das finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich schlimm. So. Ja, hier bei dem Herz habe ich hier jetzt auch eine Falz, aber das glaube ich, wird auch später meinem Vater sowieso nicht auffallen. Aber so ging das dann am besten, die beiden gleich, also beide Seiten gleich hinzukriegen. Ja, manche haben das richtig drauf, einfach mal so schnell ein Herz zu malen oder auszuschneiden, aber ich habe es da leider nicht so mit. So, ach ja, jetzt habe ich hier zuerst geklebt und schneide dann, aber das ist wurscht egal, wie rum ich das jetzt mache. Hauptsache, ich lege das hier alles vernünftig an die Falzlinien an. Okay, jetzt schneide ich aber das erst aus. Ich habe Angst, dass mir das nachher zu eng wird. Schneide hier schön an der Falz. Ja, also das nimmt sich jetzt gar nichts, ob man das jetzt vorher draufklebt oder nicht. Man sollte jetzt nur aufpassen, dass man nicht von dem Dekopapier dann wieder was wegschneidet, das wäre doof.
Also ich habe das erste Herz natürlich als Schablone für die beiden anderen benutzt, aber ob die dann hundertprozentig gleich aussehen, das weiß ich jetzt auch nicht. So ganz kriegt man das ja meistens nicht hin, aber ich denke, das wird schon passen mit dem nachher aufeinanderlegen. So. Na, seht mal. Das sieht doch schon ganz, ganz anders aus. Ja, und hier mache ich es jetzt auch so, dass ich es direkt schon aufklebe und dann ausschneide. Das hat ja gut funktioniert gerade. Ja, ich bin echt überrascht, dass der Kleber noch so super geht. Ich habe ja jetzt hier echt wochenlang gar nichts gemacht in meinem Bastelzimmer und habe hier auch nichts benutzt. Ja gut, es war ja die ganze Zeit zu, war ja nicht so, dass der offen war. Aber trotzdem. So. Ja, hier hinten schön in die Ecke rein, schön an die Kanten dran und fertig ist. So, ein letztes Mal schnibbeln. Ja, was habe ich zuletzt gezählt? Genau, der Hund, der war heute beim Tierarzt, hat seine Impfung bekommen. Das hat er auch alles super gut überstanden. Na, der macht auch keinen Pieps beim Tierarzt, ne? Also, da die Spritze, das macht ihm gar nichts aus. Da ist er echt ganz cool. Aber das liegt auch ein bisschen an der Rasse. Die sind halt nicht so schmerzempfindlich. Also, die stellen sich nicht so an. So, jawohl, so gefällt mir das schon viel, viel besser. Ja, und wenn man das jetzt zusammenklappt, dann sieht das Ganze jetzt so aus. Ich klappe es mal zur anderen Seite. So. Ja, man sollte es vielleicht auch noch ein bisschen trocknen lassen, ehe man das jetzt alles so, ja, so sieht es gut aus. So werde ich sie dann benutzen. Dann muss ich nur gucken. Ach so, jetzt habe ich das auf der anderen Seite. Naja, dann mache ich davon noch mal eins drauf. Das macht auch nichts. Beziehungsweise gucken, wie muss es denn jetzt falten? Dass es, ach so, dann hätte ich das außen. Ach so. Ja, das ist natürlich ungünstig. Ja, wieder ein Denkfehler. Also das Teil muss dann auf die andere Seite, damit man dann die Karte auch so hat. Also ja, ihr seht, ne, ich habe hier einiges verkehrt gemacht, aber ihr macht das bitte alles schön besser. Oder ihr lasst es tatsächlich einfach so. Ich kann es jetzt nicht so lassen, weil bei mir ist hier ein Bleistift, weiß ich gar nicht, woher das kommt. Ist ein bisschen Bleistift dran. Also ich muss mir da auf jeden Fall nochmal ein Dekopapier drauf machen. Und ihr macht es entweder gleich richtig oder ihr lasst dann einfach die Seite hier Blanko, könnt ihr ja auch machen und macht einfach nur Deko drauf. Apropos Deko, ich werde mir gleich ein Gorilla-Bild irgendwie besorgen. Ich habe leider keinen Stempel mit Gorilla. Das wäre cool jetzt, weil er möchte halt ein Tattoo haben mit einem Gorilla drauf. Und deswegen werde ich mir jetzt hier noch ein Gorilla irgendwas drauf machen und dann eben noch irgendeinen Schriftzug mit Tattoo und ja, werde jetzt die Karte auf jeden Fall gleich noch ein bisschen dekorieren. Genau, und das mache ich aber wieder allein.
Okay, ihr Lieben, ich sag tschüss, danke fürs Zugucken und wie gesagt, ich hoffe, ihr habt euch wenigstens ein bisschen Freude gemacht und endlich auch mal wieder ein Video von mir zu sehen, auch wenn es ein bisschen dolle chaotisch war. Aber das kennt ihr ja eigentlich schon von mir, ne? Also, ich wünsche euch was. Tschüss.